Guten Tag, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Pixel mal anders Let's Play, wo wir ein bisschen anders spielen als die meisten Pros oder so. Natürlich, wir sind noch nicht so Pro, also vielleicht ich nicht, aber ihr. Und ja, das Ding ist winzig, das Bautz, das sieht man, weil das Taubsi viel größer ist und das Taubsi ist eben ein Lügner, nein, ein Schwindler. Schwindler. Schwindel. Guck kurz mal rein. Es hat nicht andere Fähigkeiten oder noch nicht andere Fähigkeiten. Okay, und die Werte sind ziemlich gut. Und es ist groß. Okay, gut. Also, ich musste kurz mal ein bisschen räuspern oder ein bisschen einfach schlucken. Es ist Nacht, das heißt, wir können heilen. Und ich möchte gerne eben das Taubsi wirklich leveln. Nicht der Schwindler, sondern das andere Taubsi. Jo, das machen wir jetzt in diesem Part nochmals ein bisschen. Und ich wollte noch kurz schauen, genau, noch ein bisschen mehr Essen mitnehmen. Und noch ein bisschen einlachen, scheinbar. So, das Leder mache ich lieber nicht hier rein. Ja, machen wir auch nicht hier rein. Das, so, nenne ich das. Boah, es ist gerade ein bisschen schwierig, da die Items richtig hinzutun. Genau, ich wollte Holzkohle machen. Ja. Jetzt maße ich ein bisschen noch mit. So. Dann haben wir hier ein paar Sachen. Die Beeren müssen wir dann alle irgendwie anpflanzen. Und wo haben wir Blumen? Oh, Blumen haben wir irgendwo. Mal hier rein. So. Genau, Poké werde ich noch rein tun. Ja. Nicht so viele Arten. Was weiter? Hyper oder so. Ich glaube, die Leiter nehmen wir jetzt momentan auch nicht mit. Die mache ich hier rein kurz. So, jetzt haben wir. Hey, geh raus. Oh, ich glaube, das ist ein Animaniac oder wie der heißt. Also die haben halt diese Anzüge an, wie, dass sie wie Pokémon aussehen. Das war ein Evoli, gell? Jo. So. Ja, wie geht's euch? Seid ihr motiviert? Ich bin sehr motiviert. Also mir tut der Pixelmon-Mod so extremst faszinieren. Muss einfach doch auch ein bisschen, ja, glücklich sein, oder? Weil die Motivation so in die Höhe schießt. Ich kann mal Pixelmon ein bisschen anders spielen, also andere Pokémon wirklich auch trainieren. Nicht meine Lieblings-Pokémon, sondern irgendwie so interessantere Pokémon. Ich kann schön bauen. Ich weiß, was ich baue jetzt auch. Ja, ich wollte ja immer so eine Mega-Villa machen mit verschiedenen Elementen, Typen, also Schadenstypen. Aber es geht einfach nicht gut. Wir kommen nicht vorwärts. Ohne dass wir ja sehr viel nur farmen die ganze Zeit. Ich möchte lieber ein Dorf bauen und dann die häufigeren Rohstoffe verwenden. Ab und zu dann wieder einen seltenen. Aber ich habe gelernt, auf meinem Vanilla-Server halt anspruchsloser zu bauen. Wir machen zum Beispiel einen Bienenstock. Wir könnten hier eigentlich auch so einen Bienenstock machen, aber einen für Bonaira oder wie die heißen, also diese Bienen-Pokémon. Ja, wo haben wir die Base da unten? Ich möchte wie irgendwie hier so eine Art Stadtteil für Galactus machen. Wir wollen hier hin. Und da oben haben wir. Was war das? Okay, was ist ein Luftschiff? Nein, das ist das Luftschiff. Wir gehen mal. Ja, wir gehen mal hier hin, ne? Nach links. Und trainieren. Also, ich will ein anderes Areal erreichen. Was haben wir? Wir haben eben dieses Taubsi. Das müssen wir noch ausrüsten, also auswählen. Käufwaff. Teddy Ursa ist aber auch. Zafcon kann es besiegen. So, wunderbar. Ja. Ich bin irgendwie nicht so bereit zum Aufnehmen, aber ich war so motivierend. Tut mir leid, wenn ich manchmal ein bisschen schlucke. Ich habe leider dieses Asthma momentan. Ein bisschen Verschleimung im Hals. Jo. Weil ich wieder beim Kollegen, beim Mitbewohner draußen war, der raucht immer und der raucht hat mir wieder
allergische Reaktion auslösen. Ich kann es ihm nicht verbieten, er ist auch schon ziemlich alt. 58 bald. Und deshalb, ich kann nicht so böse zu älteren Menschen sein. Wenn die rauchsüchtig sind, ja, dann sollten sie es nicht vor mir machen oder so. Aber ich habe einfach zu heiß manchmal in der Wohnung und muss halt alles durchlüften. Und das nervt allen anderen irgendwie. Die wollen nie den Wind spüren, der durch die Wohnung zieht. Es ist schwer, also ich muss jetzt einfach noch ein bisschen durchhalten, in dieser Wege zu bleiben, bis es endlich mal die Leute wirklich mir auch ein bisschen gönnen können. Ich habe ja ziemlich wenig Lohn in letzter Zeit, ich habe ziemlich wenig Geld, ich kann nicht einfach in eine Wohnung ziehen. Da muss ich noch ein bisschen aushalten. Aber dann steigt die Qualität auch wieder für euch. Noch mehr. Dann habe ich wieder Geld. So, und wenn euch etwas stört an der Qualität oder so, dann sagt es mir, dann weiß ich auch, was ich als nächstes dann mir leisten kann oder so. Jo. Okay. Ich weiß nicht, die Sachen nehme ich noch nicht mit. Auch die blaue Laterne nicht. Ist einfach ein bisschen kaputt hier. Aber ich dachte, ich hätte noch Loot hier. Genau, Pampros. Wir haben einen Flug-Pokémon, wir könnten einen Pampros jetzt trainieren. Ein 13er vielleicht? Oder ein kleines? Nein, ein kleines 32er fangen wir nicht. Okay, das Pampros hier. Ich will ja auch ein bisschen die Pokémon trainieren. Ah ja, das hat ich Gestein, das ist auch stark. Hä? Okay, das ist nicht so gut. Ich probiere es schon zu fangen. Oh, ich habe Floppy nicht. Ich denke, Floppy ist noch stärker. Ja, es geht ein bisschen. Es leckt irgendwie so ein bisschen. Also es ist einfach langsam, es leckt nicht. Ja. Okay, wir haben ein Reit-Pokémon. Jetzt müssen wir nur zum Pokémon-Sender gehen. Okay, das ist ja erfolgreich. Ja? Da hat es noch mehr. Pampluli. Die Vorentwicklung von Pampros. Okay. Verstehe. Hier nehme ich nicht so Seegurken und Sachen mit. Und wir haben mehr Levelbälle. Wir haben mehr Paraheiler. Wir haben Rot. Wir haben mehr Loot. Wir haben noch mehr Wiederbälle. Okay. Geil. Hey. Das Bahn ist in weg. Okay, dann nehmen wir diese Bären noch mit. Oh, das große Ding, der wollte dann. Geil. Das Ding da, von dort da. Vom Pokémon Center. Nein, vor dem Pokémon Center. Ich glaube, ich muss diesen Healer mal selber noch anklicken. Wegen einem Achievement. Nö. Aber sieht cool aus mit diesen Pokébären. Ne? Geil. Was war jetzt hier da? Irgendwie ein Vieh war da. Ah, da ist es. Ah, diese zwei, drei Mäuse. Vier Mäuse sogar. Okay, das hat jetzt zwei Kinder. Entweder null Kinder, ein Kind oder zwei Kind, glaube ich. Ah ja, ich wollte ja noch das Pampros raus. Fast noch vergessen. Das Pampuli. Also ich tue mal den Schwindler raus, weil wir brauchen nicht zwei im Team. Aber ich trainiere den Schwindler dann auch noch. Irgendwann mal. Weil ich interessiere mich schon.